So, und hier haben wir für euch die perfekte Oberfläche. Ihr kennt das ja auch schon aus meinen Videos oder auch bei anderen Kanälen. Man macht immer einen schönen 50-50-Vergleich. Das ist für euch als Anwender einfach immer super zu sehen. Und genauso haben wir es auch hier gemacht. Und ich glaube, das wird danach richtig gut aussehen. Und Lars wird euch jetzt mal vorführen, wie er das macht. Vielleicht hat er noch Tipps und Tricks. Und dann legen wir los. Legen wir los. Genau. Also in dem Fall ist es so, dass wir ja hier einen Sitz von einem Audi A8 haben, der schon ein bisschen älter ist. Der ist auch schon ein bisschen stärker verschmutzt. Und da traue ich mich dann eben auch gleich mit dem Lederreiniger stark an. Weil hier reden wir nicht mehr von einer Unterhaltsreinigung, sondern hier reden wir von einer Intensivreinigung. Das wollen wir einmal richtig sauber machen. Vielleicht haben wir uns den als Gebrauchtwagen gekauft als Beispiel. Der ist so, ich weiß nicht genau, wann der erste A8 gebaut wurde, weißt du das? Aber der ist bestimmt 15. Da bin ich raus. Ja, ich weiß es nicht, aber der Sitz ist bestimmt 15 bis 20 Jahre alt. Das ist sicherlich ein Youngtimer heute. Und deshalb traue ich mich da mit Lederreiniger stark ran und auch mit einer Bürste. Ich werde das mit Lederreiniger stark und einer Bürste reinigen, weil das ein älteres Fahrzeug ist und weil das eben auch verschmutzt ist und also mehr verschmutzt als normal eben. Ne? Und wenn ich eben eine Unterhaltspflege mache, dann würde ich den Lederreiniger mild nehmen mit einer Reinigungsbürste. Und eine häufige Frage hast du auch schon gestellt, wie oft eigentlich? Ja, ne? Wie oft muss ich denn dann reinigen? Ne? Wie oft muss ich reinigen, ja. So, es ist ein bisschen davon abhängig, wie wird das Fahrzeug genutzt. Also wir im Lederzentrum haben halt auch viele Oldtimer-Kunden da und die benutzen ihr Auto nur zweimal im Jahr. Da reicht es alle 6 Monate, eine Unterhaltsreinigung zu machen, also einmal sauber machen, Staub runterholen und dann eine Pflege aufzutragen. Wenn man sein Auto aber täglich nutzt, du hattest so gestern das Beispiel 20 Kilometer zur Arbeit und wieder zurück. Normaler, ne? Einsatz, genau. So ein normaler Einsatz. Dann sagen wir, dass man das, dann ist 6 Monate vielleicht zu wenig. Dann sollte man das alle 3 Monate machen. Monatlich ist auch nicht verkehrt, man soll es aber auch nicht übertreiben. Also weil halt Reinigen ist halt auch immer etwas Aggressives in Anführungsstrichen, man soll es auch nicht übertreiben. Aber wenn man sieht, dass eine Verschmutzung anfängt, dann sollte man die auch entfernen. Also wenn man an der Armlehne sieht, da ist so ein bisschen schon ein grauer Schatten von der Armverfettung, dann sollte man den wegmachen und nicht auf, nur weil man gestern sauber gemacht hat, heute den Fleck nicht entfernen. Ja, und dann erst sagen, nächsten Monat, weil da ist es wieder dran, sondern ja, einfach dann mit dem sanftesten Mittel, mit dem sanftesten Reiniger. Genau, mit dem Fall natürlich jetzt nicht, jetzt sagst du ja, nimmst den starken. Eigentlich den starken, ich will nur einmal zeigen, wie das eben funktioniert mit dem Schaum. Ne? Also wenn man sieht, da entsteht eine textile Verfärbung von Jeans zum Beispiel oder vom Arm ablegen, bei warmem Wetter entsteht was, dann sollte man das gleich wegmachen. Dann nimmt man den Schwamm, Reiniger mild und dann geht man eben so übers Leder drüber. Und reinigt sich seine Fläche. Man kann auch über die Nähte rübergehen. Das ist kein Problem. Und manchmal kriegt man sie ja auch ein bisschen sauber damit, wenn die auch eine textile Verfärbung abgekriegt haben. Und so ein Faden ist in der Regel zwischen ein Mischgewebe, also 30% Baumwolle, 70% Synthetik, der kann ganz gut was ab. Was er nicht ab kann, ist, wenn man mit einem Schleifpapier drüber geht oder so, nachher, wenn wir eine Reparatur machen, dann raut man ihn natürlich auf. Und dann wischt man mit einem Tuch hinterher. Man kann das ganz leicht feucht machen, wenn man möchte. Dann hat man ein bisschen besseren Reinigungseffekt und dann kriegt man auch schon eine Verschmutzung ganz gut runter. So, das ist Unterhaltspflege. Danach macht man eine Pflege drauf, aber da reden wir ja in einem anderen Video drüber. So würde man halt dann die Flecken wegbekommen und so würde man dann auch regelmäßig reinigen und dann ist man gut davor. So, jetzt haben wir aber unseren Youngtimer gekauft, als Beispiel. Und wir haben eine richtige schöne Verschmutzung, Patina drauf und das wollen wir eben entfernen. Wir wollen, dass der wieder schön hellbeige ist und deshalb nehmen wir Lederreiniger stark und eine Bürste, weil wir halt hier einmal auch in der Tiefe der Prägung sauber machen wollen. So, und da machen wir es genauso. Schaumspenderflasche, damit wir kein zusätzliches Wasser brauchen. Wir gehen auf die Bürste drauf, nie direkt auf das Leder das direkt draufspulen, sondern immer auf ein Werkzeug, also auf die Bürste oder auf den Schwamm oder eben den Nuburg-Schwamm schön weich machen, also schön anfeuchten und den dann benutzen. Aber in dem Fall halte ich die Bürste für am sinnvollsten. So, und dann macht es auf jeden Fall Sinn, von Naht zu Naht zu reinigen. Sich also immer eine Fläche vorzunehmen, dass man nicht zu viel Fläche auf einmal hat, weißt du, dass man nicht dann nachher irgendwie eine Stelle auslässt oder sonst irgendwas und da nicht so richtig vorwärts kommt. Und hier zwischen ist eben so, da bietet sich die Bürste halt auch einfach an, ne? Die geht da schön
Die geht da schön rein. Das geht natürlich mit dem Schwamm auch. Aber man kriegt hier in der Naht selber die Krümel, die vielleicht der Staubsauger nicht rausgemacht hat, die kriegt man schön mit einer Bürste nochmal da raus. Da geht die besser dazwischen und also funktioniert halt einfach besser. Ja, genau. Das gleiche hier ist eben bei der Kappnaht. Und dann haben wir hier eben den Keder. Da kann man auch nochmal hier schön, weil da hier zwischen sammelt sich eben auch super, super gerne Schmutz, ne? Ja. Und Krümel. Und die kriegt man gut damit raus. Genau. Ich werde jetzt einmal das hier alles reinigen bis zu der abgeklebten Fläche. Genau, das machen wir für euch im Zeitraffer. Und dann sehen wir uns gleich mit dem Ergebnis wieder, weil von der Handhabung her ist es ja eigentlich ziemlich einfach. Ich überlege gerade, ob mir noch eine Frage einfällt. Ich sehe ja, du machst das in alle Richtungen. Das heißt, du hast jetzt hier kreisende Bewegung auch. Das ist überhaupt kein Problem. Nein, nein. Also es gibt keine Maserrichtung oder eine Faserrichtung oder eine Prägerichtung bei Leder, sondern das Fasergefüge von Leder ist wirr, ist durcheinander. Und hier ist auch eine Pigmentierung, also eine Farbe obendrauf. Und entscheidend ist hier zu reinigen. Ja. Und ihr seht schon, ich drücke schon ganz ordentlich, aber ich übertreibe es auch nicht. Ne? Also wir wollen ja nicht schrubben, wir wollen reinigen. Ne? Ja. So, wenn wir einmal mit der Bürste drüber gereinigt haben, dann eben wieder mit unserem Viskosetuch oder mit dem geeigneten Mikrofasertuch einmal hier rüber gehen, und ja, dann das ist Wahnsinn. Sieht man schon, dass was runterkommt. Viele fragen mich dann, oh, das ist Farbe, ja. In der Regel ist es keine Farbe, in der Regel ist der Abschlusslack noch okay und es ist in der Regel, ist es eben Verschmutzung, die dann auch ein bisschen aussieht wie Farbe vielleicht, aber in der Regel ist es Verschmutzung, sondern die Pigmentierung ist schon noch da und es ist eben keine Farbe. Aber natürlich kann bei so einem Youngtimer, also der hat eben dann halt seine 15, 20 Jahre oder vielleicht hat er schon. Ja, das sind ja auch ganz andere Technik, die da auch bei dem Leder da verwendet wurde, auch bei der Herstellung vielleicht. Oder hat sich dann in den letzten Jahren wenig verändert, so, wo du sagst, die alten Leder in Anführungsstrichen neigen eher dazu, wesentlich anfälliger zu sein als die aktuellen jetzt, bestimmt, oder? Ja, aber es ist eher andersrum. Also man hat früher noch mehr Liebe und hat einfach mehr Additive nehmen können. Also die Umweltaspekte, man hat mit lösemittelhaltigen Lacken gearbeitet, man hat noch Chemikalien nehmen können, die heute nicht mehr erlaubt sind und man hat da schon noch mehr Möglichkeiten früher gehabt. Und textile Verfärbung ist auch ein Thema, was an für sich erst aufgetaucht ist, als die Wasserlacke gekommen sind. Also, und die Wasserlacke sind, wie auch draußen beim Auto lackieren, ne? Die sind eben so um 2002, da wurde auf Wasserlacke umgestellt und dann haben auch die Probleme mit textiler Verfärbung angefangen. Also die Autos, die älter als 20, 25 Jahre sind und eine Farbe haben wie das hier, die haben in der Regel keine Jeansverfärbung. Mhm. Das ist ja noch die gute alte Zeit oder so, ne? Ja, wo man noch Sachen nutzen konnte, die wirklich standgehalten haben. Ja. Ja. Ist halt, hat alles irgendwo seinen Preis. Ne? Aber geht ja hat auch um Sicherheit und ja, Gesundheit. Ja, genau. Also ich finde es schon ganz gut, dass man auf Wasserlacke umgestiegen ist und dass man gewisse Sachen nicht mehr erlaubt. Und natürlich macht das ein Hersteller wie uns das Leben nicht leichter. Aber am Ende kriegt man einfach ein umweltverträglicheres und auch gesundheitlich verträglicheres Produkt dabei raus. Ne? Was nicht heißt, dass jetzt alte Leder gesundheitsschädigend sind, das meine ich damit nicht. Aber heute die Techniken sind halt moderner, aber die Leder sind nicht unbedingt strapazierfähiger geworden, das nicht. Nein. Okay, dann habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Ich denke mal, das interessiert auch viele Zuschauer. Du hast jetzt die Fläche gereinigt. Ja. Du als absoluter Vollprofi, sagst du jetzt, ist das für dich jetzt schon sauber mit dem Lederreiniger stark oder würdest du noch mal eine zweite Runde gehen? Oder woran erkennst du oder woran können die Leute erkennen, bis zu dem Reinigungszustand reicht zu oder hier könntest du eigentlich noch mal drüber gehen? Oder machst du das am Tuch fest, wie viel Schmutz dann im Tuch noch ist? Nein, ich mache es tatsächlich davon fest, wie mir die, gefällt mir das? Ist mir das sauber genug oder nicht? Ne? Sieht das für mich sauber aus oder nicht sauber? Und wo halt oft noch mal dann noch Verfärbungen oder Verschmutzungen sind, ist halt dann so in diesen Falten hier, wo man dann nochmal sieht, okay, da ist nochmal und dann sieht man, okay, ich muss da nochmal ein zweites Mal rüber. Und ein zweites Mal rüber ist auf jeden Fall legitim. Also lieber mit weniger Druck und weniger
Power reinigen und lieber ein zweites Mal reinigen. Ne? Weil man kriegt das gleiche Reinigungsergebnis auch mit dem milden Reiniger zustande, wenn man das möchte, auch mit dem Schwamm. Mhm. Man muss halt nur ein bisschen mehr Zeit investieren. Ja? Ja. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Und warum soll man sich das Leben unnötig schwer machen? Ja? Und hier ist jetzt zum Beispiel so eine kleine Stelle, die ist noch da, die würde ich halt noch wegmachen. Und dann sieht es gut aus. Wichtig ist halt, den gelösten Schmutz und die Reinigerreste runterzumachen, dass man die nicht oben drauf lässt. Also einen Reiniger einlassen oder sowas, das sollte man nicht machen. Dann können wir uns ja mal den 50-50 Unterschied anschauen, oder? Ja. Ziehst du hier ab? Ich versuche hier oben den Anfang zu finden. Und dann sollte das eigentlich schon aus der Kameraperspektive für euch sehr, sehr gut sein. Vor allen Dingen hier oben in dem Bereich. Hier hat man genau die Abzäunung auf der Naht. Aber da können wir dann eine Kamera auch nochmal drehen. Ich denke, hier oben, das sollte schon sehr, sehr gut für euch zu sehen sein. Und hier, wenn ich jetzt mal bloß mit der bloßen Hand drüber gehe, hier klebt richtig meine Haut. Und hier ist es halt wirklich super weich und glatt. Genauso wie es aussehen soll. Genau. Und auch die Naht ist überhaupt nicht aufgeraut, der Faden ist nicht aufgeraut, er ist einfach nur ist sauber und sieht gut aus. Und hier zwischen ist alles soweit sauber und passt. So, und hier haben wir jetzt nochmal einen richtigen Spezialfall oder doch ein bisschen was Exotischeres. Ne? Also das ist jetzt sogenanntes perforiertes Leder. Ja, ganz genau. Ist ein BMW-Sitz in dem Fall. Und der hat sogar die Wange perforiert, was auch nicht immer der Fall ist. Manchmal ist es nur in der Mitte. Gibt es ein ist das ein optischer Aspekt? Ist das nur für den Look? Sieht da wirklich schön aus hier mit diesem Muster? Oder hat es auch einen technischen Aspekt? Ja. Kühlung, Luft, Heizung und sowas? Genau, also es ist ja ein pigmentiertes Leder, also es ist eine Farbe ja oben drauf und ein Abschlusslack und dadurch ist ja die Atmungsaktivität eingeschränkt im Vergleich zu einem Anilinleder und man will die verbessern mit diesen Löchern. Das war so die Grundidee dahinter, aber natürlich wird das heute gerne auch als Designaspekt benutzt. Ne? Und hier sieht man ja auch zum Beispiel, die machen ja hier auch keine runden Löcher rein, sondern die haben hier Quadrate reingemacht. Ne? So. Optisch auf jeden Fall ein Hingucker. Das denke ich auch. Ja, aber die Hauptfrage ist ja immer, wie reinige ich das, wie pflege ich das, muss ich mit den Löchern was beachten? Man muss schon insofern ein bisschen was beachten, dass man einfach mit wenig Wasser arbeitet. Man darf das nicht zu nass machen, weil sonst schon an der Schnittkante des Loches eben Feuchtigkeit eindringen kann, der pH-Wert steigt und dann fängt das Leder an aufzuquillen. Genauso wie das im Gerbungsprozess gemacht wird, wenn Sie die Haare rausmachen wollen, dass Sie das Leder eben aufquellen mit einem höheren pH-Wert und wenn da eben Wasser rein, dann fängt es an aufzuquellen und dann kann es sein, dass man aufgequollenes Leder hat. Das sehen wir auch ab und zu mal. Insbesondere, wenn man dann panisch schnell das trocknen möchte, dann ist es eben aufgequollen. Also das Einzige, was man beachten muss aus unserer Sicht, ist, es nicht zu feucht zu reinigen und deshalb auch, das war mit einer der Hauptgründe, warum wir eine Schaumspenderflasche gemacht haben. Also wir wollten einmal mehr Reiniger haben, ne? Also dass man weniger Flüssigkeit verwendet, dass man das eben aufbläht mit dem Schaum. Das andere ist aber auch, wir wollten halt, dass man die Möglichkeit hat zu reinigen ohne zusätzliches Wasser. Ne? Also wenn man jetzt mal vergleicht, ein Wassertropfen in Schaummenge, wenn man das jetzt komprimiert und die ganze Luft hier rausziehen würde, wäre das ja nur ein winziger Tropfen, den man eigentlich nutzt. Aber wenn man das flüssig hätte und macht hier nur einen Tropfen drauf, dann reibt man hier mit trockenem Schwamm und hat gar keinen Reiniger. Deswegen ist halt so ein Schaum schon von Vorteil. Ja, so würde ich das bietet sich einfach begründen. Ja, ganz genau so ist es auch. Und dann kann man einfach tatsächlich mit dem Schaum und einem Schwamm, das ist ja auch nicht besonders dreckig hier, und geht jetzt um die Unterhaltspflege so, reinigt man hier drüber. Ihr seht schon, ich kreise mal oder ich gehe auch mal so lang, weil ich dann hier dazwischen vielleicht auch das einfach rausholen möchte. Wisch einfach da so rüber und mach es einfach nicht zu nass. Reinige die Fläche, wie ihr auch seht, ich bin von Naht zu Naht, also ich suche mir immer diese Flächen hier aus, die ich einmal so rüber reinige und dann bleibt auch gar nicht viel in den Löchern drin. Man kann es nur erahnen, dass jetzt hier noch Feuchtigkeit drauf ist. Genau, und dann geht man nochmal mit dem Tuch wieder rüber, um gelösten Schmutz zu entfernen und das einmal trocken zu reiben. Ein bisschen was ist runtergekommen sogar noch, obwohl der relativ sauber aussah. Und dann lässt man es ablüften und das war's. Und dann passiert auch mit den Löchern nichts. Und wenn da noch ein bisschen Schaum in so einem Loch mal drin sein sollte,
einfach trocknen lassen, es zieht zur Seite weg. Es ist so wenig Wasser in dem Reiniger oder in dem, also in dem Reinigungsschaum an sich, dass da mit dem Leder nichts passiert. Sauber machen sollte man es auf jeden Fall. Also einfach auch schon aus hygienischen Gründen. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn man mal so einen weißen Sitz hat mit perforiertem Leder und eine Jeansverfärbung, dann kann man auch Lederreiniger stark und eine Bürste nehmen. Und das mal für diesen Sonderfall, textile Verfärbung, auch mal mit ein bisschen mehr Druck reinigen. Aber für die Unterhaltspflege, für die normale Reinigung, Reiniger mild, Schwamm. Ist diese Struktur empfindlicher als normales Glattleder? Weil wir hatten vor uns auch hinter der Kamera mal über Nasssauger gesprochen und sowas. Also hier generell erst so mit Geräten Nasssauger. Lieber alles mit Tuch trocknen und Luft trocknen lassen, oder als hier irgendwas abzusaugen. Nein, man sollte nichts absaugen. Ja, nein, man sollte nichts absaugen und man sollte Leder auch nicht mit einem Dampfreiniger reinigen zum Beispiel. Und also insbesondere nicht perforiertes Leder. Ein Dampfreiniger ist für Leder nicht geeignet, sondern ja, mit wenig Wasser, mit wenig Feuchtigkeit, Schaum auf den Schwamm oder auf eine Bürste, rübergehen, abwischen und fertig. So, und damit haben wir das Thema Lederreinigung schon abgeschlossen. Wir versuchen es so informativ wie möglich zu halten, aber trotzdem müssen wir irgendwo kompakt bleiben. Wir könnten das Lederreinigungsthema stundenweise hier füllen für euch, aber ich denke, das war für euch mal ein schöner Überblick. Und wenn ihr immer noch Fragen habt, könnt ihr gerne auch euch hier ans Lederzentrum wenden oder einfach hier unten einen Kommentar da lassen und dann versuchen wir euch da auch weiterzuhelfen. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Lederreinigung sollte sehr, sehr jetzt gerne eigentlich funktionieren. Und nach dem Reinigen kommt die Pflege, Versiegelung. Das schauen wir uns im nächsten Teil an. Bis gleich. Ja.